Was ist denn hier passiert, Leute? Wie sieht das denn aus? Okay. Das muss ich auch bei mir machen, Leute. Das sieht ja mal mega witzig aus. Benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Star Code Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Adopt Me. Ja, Leute, heute brechen wir mal in fremde Häuser ein und bewerten sie. Ich dachte, ich kann das Ganze mal machen. Und ja, eventuell kommt ja bald eine Häuser-Bewerten-Serie auf meinem Kanal. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreib mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob du Lust hättest auf eine Häuser-Bewerten-Serie von euch Fans. Ja, heute nehmen wir keine Fans oder eventuell sind Fans dabei, aber heute brechen wir in fremde Häuser ein und bewerten diese. Ich habe diese Idee auf meinem Discord-Server gelesen. Link zu meinem Discord-Server ist übrigens in der Videobeschreibung. Falls ihr Discord habt, kommt auch gerne drauf und gesellt euch zu mir. Und zu meiner Roblox-Gruppe ist der Link ebenfalls in meiner Videobeschreibung, Leute. Da sind wir fast 100.000 Leute drin. Unbedingt beitreten und in den Shop vorbeischauen, Leute, weil im Shop gibt es so coole Klamotten. Okay, genug Werbung, Leute. Laufen wir los und brechen in Häuser ein. Leute, wir nehmen erstmal hier Daily Login Streak 5. Wobei, sollten wir das mit diesem Skin machen, Leute? Ich glaube, wir müssen uns eher hier... Leute, wir sind ja hier heute hier ein Einbrecher. Übrigens, bitte nicht nachmachen in Real Life. Einbrecher sind nicht gut, Leute. Aber in Adopt Me ist es ganz okay, weil ihr schadet ja niemanden damit. Aber im echten Leben wäre das nochmal eine andere Sache. Aber in Adopt Me tut ihr niemanden damit weh. Das heißt, das ist hier vollkommen okay. Und was für ein Gesicht kann man denn nehmen? Das hier? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Auf gar keinen Fall. Das hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das hier sieht doch eher wie... Ja, wobei, ich will eigentlich ja... Wobei... Wenn ich mein Super Super Happy Face nehme, was ich auf meinem richtigen Avatar habe, also ich habe ja das Super Super Happy Face auf meinem richtigen Roblox Avatar, das habe ich ja nicht in der Adopt Me equipped, sehe ich eigentlich ganz freundlich aus und gar nicht so wie ein Einbrecher. Vielleicht ist das auch das Gute, Leute. Okay, betreten wir mal das erste Haus und bewerten es mal. Ich bin mal selber gespannt, ich habe in meinem Leben noch nie Häuser bewertet. Und ja, das Haus sieht sehr schnieker aus, hat hier auf jeden Fall eine schöne Couch hier, schöne Fenster, eine schöne Tapete und hier ist ein Bett. Ein erwachsenes Bett, ein Schreibtisch, okay, 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 eine Dusche, oh Leute, ich weiß, dass das da hier das Standardhaus ist und gar nicht eingerichtet ist. Ja, okay, muss man nicht, glaube ich, viel zu sagen. So, Leute, weiter geht es. Ah, hier haben wir schon mal ein größeres Haus. Okay, gehen wir mal hier rein, mal schauen, ob hier vielleicht etwas umgerichtet ist. Und ja, tatsächlich, Leute, übrigens, ich bin momentan selber dabei, mein Haus einzurichten, beziehungsweise umzubauen und ja... Für mehr Updates auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr das dann nicht verpasst, weil Leute, ich werde es euch bald zeigen. Und so, hier haben wir auf jeden Fall einen schönen Esstisch für zwei Personen mit einer wunderschönen Kerze drauf. Hier haben wir dann das Badezimmer, was sehr schlicht gehalten ist mit einer Dusche, einer Toilette und einem, ja, Waschbecken. Ja, und hier stehen auch Kerzen in einer Reihe. Okay, interessant, interessant. Hier haben wir eine Wand, einen Kühlschrank und eine ganz gemütliche Küche. Also für so ein kleines Haus hier auf jeden Fall ist das nicht schlecht eingerichtet. Und hier oben haben wir einen Secret Room. Hier kann man schlafen, hier kann man arbeiten und hier kann man auch noch im Bett schlafen. Okay, ziemlich cooles Haus. Also ich finde das gar nicht so schlecht für so ein kleines Haus, sage ich mal. Das ist ja hier ein recht kleines Haus. Finde ich das nicht schlecht eingerichtet, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob ich so ein Sternesystem machen soll, aber ja. Oh Leute, Jojo Craft HPs Haus. Login Streak von 145 Tagen. Das muss ja richtig Bombe aussehen, Leute. Wer ist dieser Jojo Craft HP? Den habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist ja gar nicht eingerichtet. Ja, Leute, das kommt noch. Okay, so, weiter geht's, Leute. Kleiner Witz natürlich am Rande hier. Okay, Cellmax Haus. Vielleicht kommen wir hier gar nicht rein. Oh, doch, Leute, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ja, super, dann nutzen wir das Ganze nochmal. Schauen wir hier vorbei. Und oh, hier befindet sich eine Kasse. Sehr interessant, interessant. Und wow, richtig edel hier, Leute. Hier richtig edler Whirlpool. Hier kann man richtig cool drin chillen. Und hier ist sogar ein Spiegel, aber ich weiß nicht, Hier, dass es hier so runtergeht, das stört mich ein bisschen. Da hätte man auch noch irgendwas hinbauen können. Einen Schrank oder sowas. So, Leute, haben wir hier... was ist denn hier passiert, Leute? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert, Leute? Wie sieht das denn aus? Okay, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, wozu dieser Raum hier unbedingt nötig ist, aber man kann auf jeden Fall hier in den Pool runterspringen. Ziemlich episch auf jeden Fall. Und da hinten ist noch eine Sauna. Okay, das ist ganz cool hier, die Sauna. Das ist ganz cool. Aber das da oben finde ich ein bisschen, naja, das sieht auch nicht so schön aus, weil ihr seht ja, der Boden ist ja nicht mal gerade.
Ja. Okay, okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Hängematte. Nice. Okay, man schläft immer ein bisschen komisch drauf. Also was ich cool fände, wenn man sich hier so hätte drauflegen können und dann so die Arme nach hinten, wie auch in Real Life. Okay. Au. Ist das eine Dusche? Oder was ist das hier? Ah ja, eine Dusche, tatsächlich. Sieht mir aber gar nicht nach einer Dusche aus, tatsächlich. Das ist eine mega Riesendusche, Leute. Okay, hier ist noch ein Sitzbereich. Okay, das hier verstehe ich nicht so ganz. Also in Real Life wäre das, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber ja, okay. So, laufen wir mal nach oben. Laufen wir mal nach oben. Vielleicht finden wir noch was Tolles. Einen Schrank, den man dir... Ach so, das ist eine Leiter. Ah, hier geht es auch nochmal weiter, Leute. Hier ist anscheinend das Pad, der Pad-Bereich. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr viele weitere Hausergänzungen wurden hier unternommen, Leute. Und hier ist ein riesen Kino. Interessant. Und ein Babyzimmer. Scheint mir nach einem Babyzimmer auszusehen. Ich weiß nicht, ob so ein großer Fernseher in einem Babyzimmer so die richtige Idee ist. Eigentlich ja nicht. Aber okay, wir sind hier schließlich mal in Adopt Me und nicht im echten Leben. Und hier ist noch der Raum für die Person an sich, denke ich mal. Mit ebenfalls einem riesen... Ist das ein Fernseher? Oder ist das ein Fenster? Das sieht mir nach einem Fernseher aus. Okay, Leute, dann haben wir das Haus auch abgehandelt. Und dann gehen wir weiter zum nächsten... Kann ich hier raus? Ich kann hier raus. So, Leute, schauen wir uns mal diesen Shop hier an. Das würde mich mal interessieren. So, okay, okay. Ein Greenscreen mit... Aha. Was kommt hier... Was um alles in der Welt kommt da raus? Sollte das nicht... Ist das gelber Nebel? Interessant. Also, was der Greenscreen mit gelbem Nebel bringt, frage ich mich auch. Ich kann ja mal ganz kurz versuchen, den Greenscreen im Hintergrund rauszukien. Das sieht jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob das... Sieht das gut aus? Kameramann, sieht das gut aus? Ja gut, das sehe ich dann, wenn ich das Video schneide, Leute. Aber sehr interessant auf jeden Fall. In meinem Haus habe ich auch einen Greenscreen verbaut, Leute. Aber das hier ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee mit dieser Maschine hier noch. Okay, gehen wir mal hier lang. Und okay, ein komplett blaues Zimmer mit zwei Hockern und einem Bild und einem Spiegel. Okay. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's hier hoch. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Haus darstellen soll. Aber ich würde hier ungern drin wohnen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich meine, oh, da kriegt man ja Kopfschmerzen, Leute. Raus hier. Okay. Also, der Stern, Leute, der Stern, Starcode Jojo steht da drauf. Leute, seht ihr das? Da steht, use Starcode Jojo, wenn du dir Robux oder Roblox Premium kaufst, Leute. Benutzt ihn. Benutzt ihn doch einfach. Ihr verliert nichts und ihr unterstützt mich damit sowas von. Und ja, Leute, das war das Haus, also der Shop. Ich finde Greenscreen ganz witzig, aber sonst... Weiß ich nicht. Okay, Leute, was für ein Haus kann man noch nehmen? Oh, hier ist ein großer Shop. Okay, gehen wir mal hier rein. Eventuell finden wir ja hier was Cooles. Und, oh, sie ist sogar da. Sie heißt Hallo. Hallo. Und sie ist, glaube ich, noch im Umbau. Sieht mir zumindest sehr nach Umbau aus. Aber hallo, hallo. Okay, okay. Ja, sie ist noch im Umbau. Und dann gehen wir mal direkt mal hier wieder raus und suchen uns das nächste Haus. Und das hat sich sogar gereimt. Okay. Ach, Leute, kennt ihr noch die alten Zeiten, wo wir noch in einem Baumhaus gelebt haben? Ja, wir gucken uns jetzt mal eins an. Vielleicht ist es ja schöner eingerichtet als meins. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Oh, ein Einhorn... Tapete, Blumenboden und sehr interessantes Layout auf jeden Fall. Sehr interessantes Badezimmer auch und sehr interessantes Schlafzimmer wird sich dort hinten sehr wahrscheinlich befinden. Okay, oder auch einfach nichts. Interessante Tapete auf jeden Fall. Ist jetzt nichts für mich, aber vielleicht gefällt es ja einem von euch. Wobei ich Einhörner tatsächlich mag. Zumindest also in der Doppel finde ich richtig cool. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? Hä? Okay, interessant. So, wen haben wir denn hier noch? Ich würde auch gerne in so ein großes Haus gehen, aber dann würde die Folge 20 Minuten lang. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Gehen wir einfach mal hier rein. Ja, die Tür ist offen. Nice, okay. So, halli, hallo. Haben Sie es hier eingerichtet? Interessant. Ein Pool, okay. Ein Pool und hier haben wir, okay. Hier haben wir sowas. Okay, aha, ein interessant, noch einen Pool, einen Whirlpool, eher gesagt. Und hier kommt man rein und wird direkt, stößt man sich direkt da einfach so. Ist jetzt nicht so schlau eigentlich, zack, hier kann man so rein, kann man sich verstecken. Und ja, okay, interessantes Haus, auf jeden Fall ist aber meiner Meinung nach ziemlich zugeklatscht. Okay, Leute, verlassen wir das Haus aber wieder und suchen das nächste. Leute, welches Haus werde ich jetzt als nächstes reingehen? In A, B, C oder D? Was schätzt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und ja.
Natürlich. Leute, was ist das für eine Frage? Ich war noch nie in dieser riesen Burg drin. Und eventuell kann ich auch mal eine Serie machen, Leute, wo ich mir alle Häuser in Dobby kaufe und sie mir mal angucke. Würde mich tatsächlich mal interessieren, Leute, weil in dieser Burg war ich tatsächlich noch nie drin. Gehen wir mal hier rein und was befindet sich hier drin, Leute? Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall ein Fernseher mit grünem Bildschirm, Leute. Ich kann jetzt hier wieder den Greenscreen rauskriegen, Leute. Guckt euch das an. Boom. Auf einmal läuft hier im Fernseher. Hä? Ist das nicht ein Abonnieren-Knopf? Der sagt euch, dass ihr abonnieren und liken sollt, Leute. Okay, und auf einmal wird es blau. Interessant, interessant. So, laufen wir hier nach oben und hier haben wir... Okay. Ein Badezimmer mit einem Bett und Essen. Okay, sehr wahrscheinlich ein Pettzimmer. Und was haben wir hier hinter? Ein Schlafzimmer. Und dann haben wir hier ein... Ja, eine Dusche. Ist ganz okay. Ist ganz okay. Oh, einen Green... Oh, Leute, hier kann man aufnehmen. Das Mikrofon steht zwar ein bisschen weit von mir weg. Und der Greenscreen ist jetzt auch nicht optimal eingerichtet. Aber sonst würde ich sagen, auf jeden Fall kann man den auch wieder nutzen, Leute. Ich kann mich jetzt zum Beispiel einfach... Weil, Leute, ich weiß, wie man mit Greenscreens umgeht. Kann ich mich einfach ins Weltraum setzen, Leute. Ich sitze einfach im Weltraum jetzt. Und ich weiß, ich werde sehr viel Spaß mit Greenscreens haben, diese Folge, Leute, wenn ich die schneide. Okay. Ah, ja. Es geht noch nach oben. Es geht noch weiter nach... Oder sind wir da oben? Oder geht es noch weiter nach oben, Leute? Geht es noch weiter nach oben? Weil, habe ich hier gerade eine Treppe gesehen? Oder war das jetzt nur... habe ich mich jetzt nur verguckt? Ich habe mich tatsächlich nur verguckt, Leute. Da war das die Treppe nach unten. Interessant, interessant, Leute. Okay, ein Haus schaffen wir noch. Ein Haus schaffen wir noch. Welches werden wir nehmen? Ich kann ja mal hier das Haus reingehen und mir Inspiration vielleicht für mein Haus suchen. Okay. Oh, das ist sogar ein bisschen eingerichtet hier, Leute. Okay, interessant. Einen Bürotisch für Angestellte anscheinend. Interessant. Und hier haben wir eine wunderschöne Küche. Okay, okay, die ist ganz solide. Aber hier hätte man den Platz mehr nutzen können, Leute. Ich meine, hier ist noch genug Platz drin. So, was ist mit dem... Cool passiert. Der sieht irgendwie voll geil aus, Leute. Der sieht ja mal mega witzig aus. Ich muss das mir merken, Leute. Das muss ich auch bei mir machen, Leute. Das sieht ja mal mega witzig aus. Okay, auch ein schöner Rad. Aber Leute, der Pool ist ja mal das Beste dieser Folge. Also das ist aber eine Idee. Das ist so eine Idee, die, glaube ich, baue ich bei mir auch ein. Das sieht einfach mal mega nice aus, Leute. Ist nicht so langweilig, ist einfach so ein Regenbogenpool. Richtig nice. Oh, was ist denn hier? Wie kommen wir denn dahinter? Ah, hier ist eine Tür, okay. Hier ist anscheinend das Arbeitszimmer. Und hier ist schon wieder... Leute, wie viele Greenscreens sehen wir denn diese Folge noch? Warum hat denn jedes Haus einen Greenscreen? Aber ja, es ist tatsächlich eine sehr coole Sache. Ja, okay. Reicht dann auch wieder. So, Leute, laufen wir noch nach oben. Und gucken uns jetzt noch die restlichen vier Häuser an. Vier Räume an, meine ich. Okay, Leute, das Kino wurde einfach nur umgedreht. Normalerweise ist die Leinwand ja hier, aber... Ja, doch, 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 die ist da. Auch ganz cool. Und hier haben wir mein Badezimmer. Und, oh, tatsächlich, das Badezimmer sieht ungefähr genauso aus wie meins. Steht einfach hier dieses Ding. Vielleicht ist die Person ja auch ein Fan von mir. Ich sehe gerade, in der Lobby sind auch deutsche Leute. Das heißt ja wahrscheinlich, sehr viele von euch kennen mich. Und, oh, ein Weihnachtsraum. Die Tapete sieht auch ganz okay aus. Aber ich weiß nicht, das sind mir irgendwie zu viele Geschenke. Ich glaube, wenn hier... das hätte man auf jeden Fall die Tapete, was Adopt Me angeht, noch ein bisschen besser machen können. Und hier haben wir schon wieder einen Fernseher auf einem Aquarium. Und hier haben wir eine Umkleide. Sieht auch auf jeden Fall auch cool aus. Und hier so ein Future-Bett. Auch ziemlich nice, aber auch ein bisschen leer hier. Aber gut, das Haus ist riesig. Hier kann man auf jeden Fall nicht so viel machen. Und wow, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Okay, interessant, interessant. Was kann man hier machen? Schlafen. Okay, okay, okay. So, Leute. Und jetzt der Moment aller Momente. Huch, der Raum des Frost Fairies. Interessant, interessant. Der Moment aller Momente, Leute, springen wir runter in den Rainbow Trip. Okay, nice. Okay, Leute, da würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal eine neue Idee, Leute. Eventuell kommt ihr nochmal Häuser bewerten oder alle Häuser in der Doppel kaufen in der Zukunft. Das heißt auf jeden Fall, abonnieren und die Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen. Auch gerne einen Daumen nach oben geben. Falls dir das Video gefallen hat, benutze gerne meinen Starcode Jojo. Falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst, schau doch gerne in die Videobeschreibung. Dort findest du mein Merch, mein Discord-Server und meine Roblox-Gruppe mit meinem Roblox-Merch drin. Du musst einfach nur auf Store drücken und dann findest du diese Merch hier nur für 5 Robux. Und ja, da würde ich sagen, haut ihr rein und ciao, Leute!